Regen ein Segen. Zu Hause in Deutschland vielerorts so überfällig bei der U21 in Georgien an der Tagesordnung, und zwar in gewaltigen Mengen. Wir haben vorhin überlegt, ob wir tatsächlich schon mal auf so einem Platz trainiert haben. Das haben wir noch nicht. Regenfälle im Überschwemmungsstil. Vor lauter Wassermassen streikt da bisweilen auch die Kameratechnik. Wohl dem, der bei seiner Arbeit ein Dach über dem Kopf hat, gilt natürlich nicht für die Jungs auf dem Platz. Ich würde mich jetzt selber nicht als Schönwetterfußballer bezeichnen, deswegen mag ich es auch mal, wenn es ein bisschen mehr regnet. Heute war es vielleicht ein bisschen zu viel. Wenn der Ball dann nicht mehr rollt, ist natürlich schwierig, dann Fußball zu spielen. Ja, wir wussten, dass in Georgien das Wetter schlagartig sich drehen kann. Entweder wirklich richtig warm oder es regnet. Und das war jetzt einfach mal der Fall. Der Trainer als Wetterfrosch. Eben noch Hitze unter Palmen. Jetzt die Sintflut im Anmarsch. Zwei Tage vor dem ersten EM-Spiel gegen Israel. Widerstände, die man irgendwie ausräumen muss. Man konnte nicht vernünftig trainieren. Jeder Ball lag dann in der Pfütze und dann mussten wir darauf reagieren. Das haben wir auch getan und haben Standards trainiert. Eckbälle, Freistöße, aus der Not eine Tugend gemacht. Alles gut, denn wenn es im Spiel so regnet, können wir auch nicht auf einmal aufhören zu spielen. Und ich glaube, wir hatten es im November gegen Italien auch schon mal, dass es so geregnet hat. Da haben wir es auch richtig gut angenommen. Sein Team damals im Dauerregen, Sieger in Italien, ein gutes Omen also und wachsende Vorfreude. Es kribbelt die ganze Zeit schon, aber natürlich, je näher es zum ersten Spiel geht, desto aufgeregter ist man natürlich. Donnerstag ab 17:25 in Sat.1. Für die Salvos Team beginnt die EM und die beiden Platzwarte hier werden das dann sicher auch in einer trockenen Stube verfolgen. Musik